Wir leben ja heute in einer Welt, in der das Individuum oder der Individualismus quasi von zwei Seiten bedroht wird. Das eine ist ja die übermäßige Dominanz von Markenwelten, also von wenigen Wirtschafts-, von wenigen großen Konzernen dominierte Wirklichkeiten, in denen wir leben. Also beispielsweise in der, wir leben ja in der, wir wohnen ja alle in IKEA-Lebenswelten, also und so weiter. Wir sind durch Fernsehen, durch ganze Medien geprägt. Und der andere Aspekt ist die zunehmende nach vorne rücken, das Vorrücken quasi des Überwachungsstaates wiederum. Also das von zwei Seiten wird quasi das Individuum in die Zangen genommen. Das eine ist quasi die Angst oder der Zwang zu Mainstreaming, der Zwang quasi zu werden zu müssen, wie die äußere Identität ist, wie der Markt einen haben will und all diese Dinge. Auf der anderen Seite wird immer mehr in das Individuelle, den individuellen privaten Raum eingedrungen und dieser quasi immer mehr verdrängt und in Frage gestellt. Häufig, wenn wir über diese ganzen NSA-Problematiken sprechen, also diese quasi Überwachung von allem und jedem, ja, was ja, wenn ihr eigentlich nur kennt aus totalitären Systemen. Das, was man ja schon nicht mehr sagen kann, ja, weil man das irgendwie, also wir leben doch nicht in einem totalitären System, weil wir ja gleichzeitig in einer von Medien dominierten Realität leben, die uns erzählt, dass ja alles in Ordnung ist. Das ist ja nach wie vor in Ordnung, das ist ja nicht so schlimm, quasi. Und viele Menschen denken, dass die Überwachung, auf die natürlich legitimiert wird durch Sicherheitsangst, Verständnis und dergleichen, was natürlich ein sehr, sehr trügerisch absurder Abschluss, so die Geschichte ist, allein angesichts dessen, dass mehr Menschen im Straßenverkehr sterben als durch Terrorismus. Und wir verhindern ja nicht, wir verbieten ja nicht das Autofahren beispielsweise, wir verbieten ja nicht, also Bienen, ja, Bienenstiche töten auch mehr Menschen als Terroristen. Ja. Also es ist irgendwie eine ganz interessante Sache, das mal von der anderen Seite zu sehen. Aber die Menschen sagen, also neigen ja dazu zu sagen, also Menschen neigen ja dazu zu sagen, ich habe ja nichts verbrochen, also kann ich ja ruhig überwacht werden. Ja. Was wir nicht verstehen dass die Privatheit ganz wesentlich ist für unsere Gestaltungsfreiheit. Weil wenn wir nicht einen subjektiven Raum leben können, in dem wir ganz intim unsere eigene Wirklichkeit ausleben, ohne von außen bewertet zu werden oder von außen quasi analysiert zu werden und eine Bewertungsskala zu stellen, dann können wir gar nicht mehr, können wir gar nicht mehr wie eine Gestaltung der Welt durch das Individuelle gar nicht mehr teil. Verstehen Sie, wenn Sie, indem wir quasi, das ist immer anders formuliert, das ist ja das, was das Fernsehen quasi gemacht hat, ist, es hat die private Erfahrung der Menschen innerhalb ihre ganz privaten Kontexte, einer Familienwelt beispielsweise, ja in die Sitcom oder in das allgemein für alle zugängliche. Also das Fernsehen machte plötzlich die Wohnzimmer zugänglich. Ja? Und dadurch wurden sie standardisiert. Also dadurch konnte man sich orientieren und dadurch war quasi verschwand das individuelle Erfahrung, wir in unserer Familie machen das so, hin zu im Fernsehen, die Fernsehfamilie macht das aber anders. Also die macht das irgendwie so und eigentlich orientieren wir uns immer mehr an denen, ja, um zu wissen, ob wir gut oder schlecht ist, ob das okay ist, was wir tun. Und das heißt quasi also mit dem Verlust des Privaten oder mit dem Verlust des Abgeschotteten verlieren wir auch die Fähigkeit zum Intimen, zum Unmittelbaren, die Möglichkeit quasi ganz eigenständig Sachen zu entwickeln. Und das ist ganz, 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 ganz wesentlich, weil das wird nie erwähnt, dass die Mischung aus Totalüberwachung, also auch ja durch Medien, also wir werden ja von Kameras überwacht oder werden abgehört oder ähnliche Dinge, ja, dass das nicht wesentlich das Problem ist, dass wir natürlich keine Verbrecher sind und deswegen ja scheinbar nichts zu befürchten haben, sondern was uns damit genommen wird, ist unser ganz individueller, ganz intimer, ganz persönlicher Zugang zur Realität und unsere Fähigkeit, unsere Möglichkeit in einem geschützten Raum, war uns zu entwickeln oder anders zu entwickeln, so zu entscheiden. Nein, ich definiere mich eben nicht über eine äußere Markenwelt, ja, sondern ich definiere mich über, zwischen mir und dieser Person entsteht was ganz Eigenes, ja, dass wir haben eigene Worte, eigene Sprache dafür, was ganz Individuelles.
Und wenn aber die ganze Welt drauf guckt, wenn wir das natürlich befürchten müssen, alle gucken drauf, ja, und alle beurteilen ja auch das, was sie sehen, dann im Zuge dessen, dann quasi schließt sich der Kreis zwischen extremer Markt- und also Manipulationsgefügigkeit dorthin gehen, dass wir zunehmend mehr zu kalkulierbaren Konsumenten werden. Und gleichzeitig wird der große Wert der Privatheit, ja, dass das ein Wert ist, dass das eine Rolle spielt. Es geht also die Privatheit und diese ganz eigene individuelle Bereich verloren. Und das klingt erstmal vielleicht irgendwie wie etwas relativ, ja. Also Wissenschaftler sagen dann gerne oder systemisch denkende Menschen sagen gerne, naja, wir sind ja eh nicht wirklich individuell. Wir sind ja eh nicht, wir sind ja alle geprägt von Kultur und all diesen Dingen. Bis zu einem gewissen Punkt, aber es gibt ein Gleichgewicht, ja, zwischen dieser kulturellen Prägung, zwischen diesem Programmerhaften, wie wir sind, und dem ganz im wirklichen eigenständigen Moment, ja, dem Augenblick, in dem etwas ganz Eigenes passiert, der sehr wohl existiert, ja, wenn man noch die Wahrnehmung hat, diesen wahrzunehmen oder genauer hinzugucken. Und dieser Prozess ist wichtig, ja, immer wieder dorthin zu kommen. Und wenn aber die Privatheit nichts mehr zählt, die Subjektivität nichts mehr zählt, und sie leben in einer Welt, die sich selber weitestgehend also der Extreme entledigt hat, oder der Brüche, die man neben mir hat, eine ganz krass andere Sicht der Welt als ich. Dann passiert Folgendes. Ja. Sie wachen eines Morgens auf in einer Welt, die scheinbar ganz glückselig, völlig in Ordnung und heiter erscheint, ja, in der Sie aber nicht mehr aufstehen können und sagen können: Moment, ich aber fühle individuell einen Schmerz, mir tut was weh. Ich habe das Gefühl, ich lebe in einer Art von Faschismus. Ja. Ich habe das Gefühl, in diesem Unternehmen läuft was schief. Ich habe das Gefühl, etwas stimmt hier mit dem Produkt nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss eine Frage stellen. Ich habe das Gefühl, ich bin als Mensch, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. All diese Dinge können Sie nicht mehr hervorbringen. Das wird dir niemand mehr zuhören in einer Welt, die standardisiert ist, in der die Privatheit verloren gegangen ist. Wenn das Individuum, das originäre, individuelle, subjektive, wenn wir zulassen, dass das verschwindet, ja, durch Technologie, durch die Art, wie wir kommunizieren, dass es uns so erscheint, ja, als leben wir alle in derselben Welt, während wir tatsächlich alle ganz unterschiedlich sind, dann verlieren wir die Möglichkeit, auf den eigenen individuellen Schmerz hinzuweisen, und wir verlieren die Möglichkeit, uns auf die Wirklichkeit zu beziehen, auf das, was jetzt gerade los ist. Und das ist ganz, ganz essentiell. Weil neue Formen, also neue strukturelle Formen von struktureller Gewalt, von neuen Formen von Faschismus, sehen nicht mehr aus wie die alte Form. Ja. Wir haben immer die Kehren natürlich immer wieder. Also wir leben ja in einer Spiralsituation. Immer wieder kommen neue Formen von Unfreiheit, die wiederum neue Formen von Freiheit erfordern. Und ein System sieht das nicht. Ja. Das kann nur das Individuum sehen, das Freie. Kann sehen: Ha, hallo, hallo, hier ist ein Schmerzpunkt. Ja, hier stimmt irgendwas nicht. Das heißt, deswegen, ja, ist die Überwachung ein Problem. Deswegen ist es notwendig, den Weg zum Individuum, also zum Individualistischen, deswegen die Privatheit zu bewahren. Das Innere, das, was sich nicht einer Vergleichbarkeit stellen muss, was sich nicht einer Bewertung eines äußeren Möglichkeit stellen muss. Weil sonst kommt irgendwann eine Obrigkeit und sagt: Das, was Sie sagen, stimmt ja gar nicht. Wir interpretieren, Ihr Leben ist ja ganz in Ordnung. Suchen Sie sich eine Arbeit. Zeugen Sie Kinder, Sie dürfen nur eins haben, das ist auch ganz in Ordnung, es ist wunderbar, wir alle haben Sie lieb, und die Welt ist in Ordnung, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ich verstehe das überhaupt nicht. Sehen Sie, die Welt ist wunderbar. Das ist das Problem, wenn Individualismus verloren geht. Darum ist es so notwendig, sie zu bewahren und sie weiterzuentwickeln, jeden Tag aufs Neue.